Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute in diesem Video zeige ich meine ganze Make-up-Coach-Sammlung. Seid gespannt, holt euch einen Kaffee, jetzt gerade los. Ich bin auch Make-up-Coach geschminkt. Ja. Also, ich stehe hier schon 10 Minuten und überlege, wie ich anfange. Und jetzt habe ich einfach die Kamera eingeschaltet und jetzt fange ich einfach irgendwie an. Ja, ich habe hier schon 3 Pinsel in der Hand. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mit den Pinseln anzufangen. Dann zeige ich die ganzen, ach, ich habe so viel. Ich habe Lidschatten, Puder, Lip Liner, diese roten Dinger. So. Also ich zeige euch heute meine ganze Sammlung. Ich bin voll stolz. So, also. Als allererstes zeige ich euch diese 3 kurzen Glitzerchen. Und zwar sind das einmal Schlupfi-Puschel, das ist der dafür. Make-up-Coach-Fans wissen das. Dann Peekaboo ist das hier, also der Concealer. Vielleicht kann man auch woanders im Gesicht, ich denke mal schon, für mich kommt Concealer immer nur hier hin. Oder wenn sie mal einen Pickel hat irgendwo. Ja, und dann habe ich noch den Lidfalte. Also kann man da, guck mal, habe ich heute entfremdet, habe ich heute mein Dings mitgemacht. Ja, also man kann ja auch die Pinsel ein bisschen entfremden, ne? Kann man ja auch machen, was man will mit ein bisschen, oder? So, also die 3 habe ich jedenfalls. Ihr könnt schon mal gehen, seid entlassen. So, dann habe ich nochmal 3 so eine kurzen Glitzis. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt, weil die habe ich nämlich geschenkt gekriegt. Aber den habe ich schon benutzt. Und zwar habe ich ja gerade einen Schminki gedreht und habe ich gesehen, so, ich habe den Brightliner nicht so ganz gut verteilt. Das kannst du aber damit richtig gut machen. Das ist auch der, der zu dem Brightliner, glaube ich, gehört. Hallo. Voll schick, ne? Wie heißt denn der ganz genau? Ach, steht gar nicht drauf. Doch, Verteiler. Siehst du? Habe ich richtig gemacht. Also damit könnt ihr verteilen. Der ist gut, deswegen ist der auch nicht sauber, den eben gerade benutzt habe. Ja, wenn ihr den Brightliner ein bisschen, also wenn ihr auch diesen Wing macht, könnt ihr damit schön verteilen. Und dann nochmal eine Lidfalte. Und, steht was drauf? Ja, kleiner Schräger. Auch den kleinen Schrägen finde ich immer toll. Guck mal, das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das sind auch meine Schätzchen. Ja. Dann, was ich noch habe, ist 2-mal Schlupfi-Puschel. Die langen Dinger, ne, die sind hierfür für Lidschatten bestens geeignet. Bestens geeignet. Der kleine Schräge nochmal lang. So macht man das ja eigentlich. Mit dem kleinen Schrägen mache ich immer meine Augenbrauen und kann man auch hier wunderbar und kann man auch da wunderbar. Dafür ist der wirklich für Anfänger. Ich bin Anfänger, ich kann das auch nicht so gut. Bestens geeignet. Dann habe ich hier noch einen ganz komischen. Ach, Night Eyes. Night Eyes. Weiß ich, was man mit macht. Und zwar geht man in Night Eyes. Da haben wir schon das nächste Produkt. Das ist ja das, was bei der Lidschattenpalette mit dabei war. Das ist dieses Mega Glitzer. Wenn man das aufmacht, ganz vorsichtig. Es war bei der Marlene im Rampenlicht mit dabei. Und da könnt ihr mit diesem Pinsel, aber das erklärt sie, ich brauche euch das eigentlich gar nicht zu erklären, das ist jetzt auch Quatsch, ne? Dass ich jetzt alles erkläre, weil sie zeigt jedes Produkt in einem kleinen Video, wenn ihr auf ihre Seite geht. Deswegen liebe ich sie, also wer macht denn das schon? Wer macht denn das schon, dass er Sachen verkauft und ein kleines Video darüber macht? Ich zeige euch das mal, oh, es ist so mega ergiebig, ne? Ich habe doch mal so ein komisches Video gedreht. Guck mal. Wunder, 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 wunderschön. Und hält, glaube ich, die nächsten 80 Jahre bei mir. So ein kleiner Pott. Was, wie sind das? 5 Gramm oder was? Also, steht was drauf? Nee, ist auch zu klein für meine Augen. Ich habe Brille vergessen. Also, so ein wunderschöner Ton. Ich mache ja auch Schminkis rein, wo ich Make-up-Coach-Produkte zeige. Heute sind wir ja nur hier versammelt, damit ich euch das alles mal zeige, was ich habe. Und der letzte Pinsel, das ist eine Königin. Ich hab ihn. Ist das nicht eine Königin? Wer da nicht wundert, der blass, dass ich diesen Pinsel habe. Nochmal ganz ehrlich, ey, der ist so toll. Der ist weich, geschmeidig, der ist schön. Den braucht man als Lady, wenn man den nur so rumstehen hat und den jeder sehen kann, besonders die Nachbarin. Der ist toll. Das ist meine Königin. Viel zu schade zu benutzen.
So, dann habe ich für die Lippen, ich fange mal ein bisschen unspektakulär an. Kann sich nur um Stunden handeln, bis sie das Produkt gefunden hat. Für die Lippen habe ich, ich wollte gerade sagen, nicht allzu viel. Ich habe hier gerade was von ihr geschenkt bekommen. Also jetzt habe ich viel. Aber noch keine Lippenstifte. Das Einzige, was ich habe, das fummel ich gerade auf, das ist das hier, die Reisegröße. Und das sind die R1, Rosenholz 1, Rosenholz 2 und N. Das ist, glaube ich, lila Lack oder so ähnlich nennt sie das. Ne? Wunderschöne Farben. Wunderschöne Farben. Ich habe hier jetzt die Glanzcreme drauf und außen herum die beste Freundin. Also wie zeigt man denn jetzt? Kann man auch Lippenstift swatchen? Darf ich mal aufmachen? Ja, passt. Den mittleren auch nochmal. Jetzt mache ich alles hier. Voll der Profi. Sieht man, ne? So, dich daran holen. Schön daneben gemalt, so ist fein. Läuft. So. Ich habe keinen Spiegel hier, ich gucke nur in die Kamera vom Handy. Also, wenn man nicht daneben malt, geht es auch. Wunderschön. Wunderschön. Wollte ich mir eigentlich auch mal zulegen, ihre Lippenstifte. Aber ihr kennt das ja nur. Manchmal, ich sage immer so, manchmal kann man gar nicht so schnell arbeiten, wie man Schminke braucht. Weich, geschmeidig, hält lange. Tolle Lippenstifte, kann ich nur weiterempfehlen. Ich glaube, die sind auch Bombe. Und wie gesagt, dann habe ich halt nur diese Glanzcreme, nur ist gut. Die hält bei mir 80 Jahre mindestens. Und dann hat sie mir ja so ein tolles Geschenk gemacht. Und zwar hier. Sind die nicht schön? Auch darüber hat sie ein Video gemacht. Ich brauche euch das eigentlich nicht zu zeigen, wie die auf der Hand aussehen. Aber ich mache es trotzdem. So, also als allererstes haben wir Lippenrot, Lippenkontur rot. Ich mache das mal hier. Da bin ich nämlich ganz hell. Ach, guck mal, da habe ich den Bright Liner von gestern noch. Ja, guck mal, so lange hält der Bright Liner. Der geht nicht mal beim Duschen ab. So, mir ist ja jetzt auch peinlich, ne? Da geht es auch nicht. Okay, warte mal ganz kurz. Die ist ab. Aha, okay. Mit so einem Kosmetiktüchlein geht's. Gut, so, gereinigt der Arm. Öfter mal waschen, würde ich sagen. Guck mal, das ist der rote. Rot, ich sehe gar nichts. Rot. Rot ist rot. Richtiges Rot. Den habe ich doppelt, den brauche ich dann nicht doppelt zeigen. Also den Rosenholz, ne? Der Rosenholz, den habe ich einmal alt und einmal neu. Irgendwie sehen die ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das sind die gleichen. Weil da ja nichts weiter drauf steht. Ah, ne, den nehmen wir nicht, den alten, der ist nicht angespitzt. Wir nehmen den angespitzten. Den male ich mal jetzt da unter und dann zeige ich euch das. Das ist Rosenholz. Wunderschön. Also wie gesagt, habt ihr Interesse, geht auf ihre Seite, sie zeigt das alles. Flamingo. Flamingo ist hoch. Etwas knalliger, pinkiger. Nur mal so ganz kurz gezeigt. Beste Freundin ist meine beste Freundin auf jeden Fall. Ich liebe dich ein bisschen. Ist das überhaupt beste Freundin? Ihr heißt beste Freundin. Guck mal, gleich erkannt. Na, das ist beste Freundin. Toller Ton. So richtig schön, nur doof gemalt hier. Das ist so mein Ton, ne? Ich liebe den. Aber den hier auch. Das ist Beere, ne? Waldbeere. Oh, ich liebe beerige Tönchen. Jawohl. Auch schön, ein bisschen knalliger, ne? Also Rosenholz und beste Freundin, die sind so ein bisschen, ja, so natürlich, ne? Und die anderen knollen ein bisschen mehr. Aber man macht die auch eigentlich nur so, ne? Ich mache ja mir meistens die Lippenkonturenstifte übers Ganze, ein bisschen vermalt, übers Ganze, da. Ich will die ganzen Lippen meinen. Ja, ich
Ich bin heute ein bisschen gaga, glaube ich. Das ist immer so, weil ich das Schminki schon vorweggedreht habe. Danach bin ich immer irgendwie so etwas neben der Spur. Meine Freunde wissen das. So, und dann, wo wir gerade da sind, bei den Stiften, habe ich auch den super, super tollen Smoky Gel Eyeliner, der auch nicht angespitzt ist, weil ich ihn benutzt habe. Nehmen wir den neuen. Guck mal hier, der muss angespitzt werden mit einem guten Anspitzer. Wirklich. Dann, ich glaube, da hat sie auch ein Video drüber gemacht, wie man den anspitzt. Also der geht wirklich gut. Der ist wie der von Avon, der Gel Eyeliner. Da gibt es keine Unterschiede, finde ich. Beide Bombenstifte halten den ganzen Tag. Könnt ihr sogar mit Duschen gehen, alles machen. Das ist ein schwarzer Gel Eyeliner, den ich zu gerne nehme. Ich liebe sie. Ich habe sie ja bei Avon in verschiedenen Farben. Also liebe Michaela, mach den ruhig in verschiedenen Farben. Also da machst du nichts falsch mit. Das sind so tolle Stifte, die gehen immer, die gehen auch bei faltigen Augen. Die sind so geschmeidig wie Butter. Hat mal jemand bei mir geschrieben in die Kommentare. Geschmeidig wie Butter. Die Glimmersticks, das finde ich auch. Geschmeidig wie Butter, das kann man echt gut sagen. Und knalle schwarz, wunderbar. Tolles Produkt, gerne in anderen Farben noch. So, dann habe ich auch wieder fürs Auge den Brightliner von ihr geschenkt bekommen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ich mache das nicht mal ab hier. Den Brightliner habe ich geschenkt bekommen. Das war ein Produkt, was ich mir lange nicht bestellen wollte, weil ich immer gedacht habe, ich habe so viele Glimmersticks, was soll ich damit? Aber sie hat mir den jetzt geschenkt und hat sie auch gut gemacht. Sie hat damit nichts falsch gemacht, weil ich den benutzen werde auf jeden Fall. Der sieht so aus und den habe ich in zwei verschiedenen Farben bekommen. Einmal GX und einmal, weiß ich nicht, SB. Was das heißt, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht gegoogelt. Sollte ich mal tun, dann weiß ich auch, welche Farben ich habe. Für mich ist das Hellanthrazit und Dunkelanthrazit. Habe ich heute auch auf dem Auge drauf. Der malt sich ganz toll. Ich hatte irgendwie Angst, weil ich immer nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Und er wurde geliefert. Ich zeige euch, ich muss das mal ganz kurz abdrehen, damit ich euch zeigen kann, wie das geliefert wurde. Guck mal, der wurde, ich zeige mal nur eine Seite, der wurde so geliefert. Also so ohne was. Und einmal das. Und da ich mir das ja schon in ihren Filmchen angeguckt habe, wusste ich ungefähr, was ich machen muss. Und das war auch echt idiotensicher. Ich habe also nur das hier abgedreht. Dann hast du ja hier das Loch mit der Farbe. Dann hältst du das schön gerade. Dann drehst du das hier ab. Dann hast du ja normalerweise den sauberen Stift da vorne oder wie sich das nennt. Keine Ahnung, wie das heißt. Und dann machst du das nur so rein. Und dann merkst du schon so einen kleinen Widerstand. Der will wieder raushüpfen, hältst ihn fest und drehst ihn zu. So, und dann ist das ja in der Farbe drin. Und das habe ich irgendwie immer nicht so richtig verstanden. Aber wenn ihr das bestellt, dann versteht ihr das. Glaubt mir das. So, und dann könnt ihr damit malen. Und da könnt ihr damit dünn malen. Warte mal, das muss ich so sehen. Okay, malen wir erst dick. Also ihr könnt damit dick und dünn malen, das zeige ich euch. Und das hält den ganzen Tag, habt ihr ja gerade gesehen, das geht sogar beim Duschen nicht mehr ab, ey. Guck mal hier, geile Farben, ne? Ich will die Farben noch mehr haben, ich will noch mehr Farben haben. Petrol, wenn es geht. Kannst du es mal für mich machen, Petrol bitte? Und schön blau. Ja. Der Brightliner, Mann, der ist gut. Ich hätte ihn nicht gedacht, hat sie noch mehr Farben davon. Guck mal hier, oh, ich finde ihn toll. Der ist toll, der ist so toll, bestellt euch den. Ich liebe den und der geht auch nicht ab. Erst kann man den ja ein bisschen verwischen, ne? Und nachher geht der nicht mehr ab. Macht mich glücklich, merkt ihr das? Ich habe schon wieder so Herzchenaugen, diese Make-up-Coach, die macht mich einfach glücklich. So, Zauberpuder, dazu sage ich nicht. Das habe ich 100.000 Mal vorgestellt. Jeder kennt das beste, tollste Puder, sagen fast alle YouTuber, die ganz wichtigen zumindest. Zauberpuder ist Bombe, sage ich nichts zu. Dann habe ich das Zauberpuder noch mal so eine kleine. Das wird das schön so, weil das so niedlich ist. Das habe ich geschenkt gekriegt. Das bleibt so. Ja, kriegt einen Sonderplatz. So, dann wie spät? Okay, halbe Zeit ist rum. Ach so, guck mal, vor denen habe ich ein bisschen Angst. Das sind diese Glitzerchen. Ich habe da irgendwie Angst vor. Ich weiß auch nicht. Guck mal. Und da bräuchten wir jetzt so diesen einen Pinsel und dann diesen, und dann kann man da nämlich rein und dann kann man das so ein bisschen auf dem Auge verteilen. Und ich mache das jetzt mal. Oh, ich habe Angst. Oh. Wieso hatte ich davor Angst? Guckt euch das mal bitte an. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh.
Das kann man verteilen. Guck mal. Und das glitzert dann so gelb. Oh, nee, ich glaube, das muss ich jetzt mal benutzen. Also manchmal bin ich aber auch echt so eingefahren, ne? So neu traue ich mich nicht ran, mag ich nicht, benutze ich nicht. Aber das ist ja mega. Also das muss ich mal ausprobieren. Im nächsten Schminki sehen wir das auf jeden Fall. Werde ich mich mal mit hinsetzen, Kaffee und das... Oh, das muss ich ausprobieren, das ist Hammer. Oh. Begeisterung. So, nicht wundern, ich wische mir das jetzt wieder von der Hand. Die arme Hand. Schon ganz rot, das arme Ding. So, dann mache ich jetzt einfach mal so wild weiter. Jetzt habe ich hier so ein Körbchen stehen mit allen möglichen Sachen. Und jetzt nehme ich einfach mal von oben runter. Oh ja, oh ja, da ist sie. Ich kann sie gar nicht richtig zeigen. Guck mal. Das ist Kugel, Menschenschattenbraun und Anthrazit. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist so ein Klassiker. Wer den nicht hat, muss ihn haben. Menschenschattenbraun braucht ihr für die Lidfalte, für die Kontur, braucht ihr einfach für die Augenbrauen. Könnt ihr alles mitmachen. Menschenschattenbraun ist für mich so, boah. Grau habe ich selten, wirklich selten benutzt. Das kommt, weil ich so viel Produkt habe. Ansonsten ist das Grau megamäßig pigmentiert. Wollt ihr das sehen? Ja, ihr wollt das sehen. Oh, es ist eingetrocknet ein bisschen. Das ist aber meine Schuld, weil ich so viel mit diesem Fixing-Spray rumgespielt habe. Guck mal, eigentlich ist das kräftig, aber da ist jetzt so ein bisschen Fixing-Spray von Avon rübergekommen. Und dann hat das so eine Schicht, das müsste ich dann einmal machen. Ja, da habe ich jetzt, das ist immer spontan bei mir, ne? Also ist wirklich mega grau. Mega grau. Anthrazitgrau, weiß ich auch nicht so genau. So, kann ich nur weiterempfehlen. Was habe ich hier noch? Natürlich. Hallo. Sonnenkussmixer müsst ihr haben. Ihr seht ja, wie oft ich habe, Gott sei Dank, habe ich das von einer ganz lieben Frau geschenkt bekommen. Just Fresh. Ne? Also, guck mal, das kann man als Bronzer benutzen. Das kann man für die Augen benutzen. Ich zeige euch das. Wir machen Videos drüber. Ich habe auch schon ganz viele Videos mit Make-up-Coach-Produkten gezeigt. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal reingehen. Vielleicht verlinke ich die auch in diesem Video. Ja, genau, das kann ich auch machen. Ne? So, und Just Fresh ist für alles gut, für hier, für da, für alles. Just Fresh ist toll. Und das ist hier auch so ein schöner Ton. Das habe ich vergessen. Na, hier könnt ihr auch ein Punkt, dum, 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 und könnt das hier verteilen. So, das ist ein bisschen kräftiger, wenn ihr braun seid oder dunkler oder so. Es ist einfach so ein Frischkick, es ist ganz toll, es ist auch auf den Wangen mega schön. Ich liebe dieses Produkt und ich habe ganz oft immer so gemacht, in alle drei Farben und dann so bam, 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 los, fertig, los zur Arbeit. Also, Sonnenkussmixer nicht überlegen, bestellen auf jeden Fall. Ihr könnt alle drei Töne benutzen, auf jeden Fall. Concealer, die Mainstream-Palette, benutze ich in jedem meiner Videos. Ich liebe sie. 1, 2, 3. Und wie lange hält die jetzt schon, ne? Ewig, ne? Ich glaube, ich habe die bald. Ja, die ist immer noch toll. Benutze ich immer für hier oder wenn ich ein Pickelchen habe. Drei verschiedene Farben. Idiotensichere Farben passen immer. Mega. Ja, dann habe ich mir was neu gekauft, noch kaum benutzt. Purpelina, ne? Purpelina? Purpelina Lidschatten. Mega pigmentiert, denke ich, mache ich auch noch mal ein Schminki drüber. Habe ich echt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Aber tolle Töne auf jeden Fall. Also wirklich. Ja, das sind sie. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Farbe für mich so geht, der hellere Ton. Ich mache das immer einfach. Ja, geht auch, ne? Oh, jetzt bin ich ja auch noch lila. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen lila rüber machen. Das ist nicht so wichtig. Ist egal, wie wir heute rumlaufen. Ja, also über die Purpelina bin ich auch mega glücklich gewesen. Genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich hatte ja von meiner Mama einen Gutschein geschenkt bekommen. 50 Euro. Da habe ich ja gar nicht mit hingekommen. Musste ich erstmal noch was drauflegen, weil ich konnte nicht aufhören zu bestellen. Und da habe ich mir Purpelina bestellt und da habe ich mir das hier zusammengemischt. Und ja, sie könnte es vorher putzen. Habe ich vergessen. So, also, das ist eine gekaufte Palette von Make-up Coach. Und da habe ich mir die Farben, wartet mal ganz kurz bitte, da habe ich mir die Farben selber zusammengestellt. Die Farben, die ich noch nicht hatte und die Farben, die ich auf jeden Fall liebe. So, das ist einmal, ich glaube, das nennt sich Ocean Blau, Grün, Petroleum. Wenn ihr so Flecken seht, ist das meine Schuld. Dann habe ich versucht, wie sich das macht, wenn man das nass macht. Ich experimentiere ja gerne mal rum.
Das hier ist Marlene, ein kalter Ton. Das hier mein absoluter Lieblingston, Eisprinzessin. Und das Kugel. Kugel müsst ihr haben. Wenn ihr Kugel nicht habt, bestellen. Kugel braucht ihr immer. Kugel ist wie bei mir die Nyx-Palette. Das ist ein Produkt, wo ich jeden Tag mit arbeite. Ein idiotensicheres Produkt. Und ich habe schon Schminkis davon. Ich verlinke euch das. Und ich werde da bestimmt noch mehr von machen, weil ich habe die Farben noch gar nicht richtig ausgetestet. Mega pigmentiert, fast schon zu, ja genau, fast schon zu krass. Also, holla die Waldfee. Wer sagt, Ilona auf der Sommerwiese, na, bestellt euch mal die Dinger hier. Da seid ihr dann mit überfordert. Also ich jedenfalls, weiß ich ja nicht, ob ihr damit überfordert seid. Das sollte jetzt auch nicht so böse klingen. Nur, also das war jetzt so mein Gefühlsausbruch, ne? Guckt euch das mal an. Das ist der Oberhammer. Ja, also da kriege ich Angst, ne? Ilona, da kommt gar nichts und hier erschlägt es dich, ne? Ich sag euch das. Da haben wir sie schon. Habe ich mich heute mit geschminkt. Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Habe mich mal selber loben. So, guck mal. Da ist sie. Na, die sieht ein bisschen komisch aus. Das ist wieder so mein Experiment mit Fixing-Spray. Da muss ich hier noch ein bisschen üben. Da zeige ich lieber noch nichts mit. Aber ansonsten, diese Farbe, das sieht man ganz schlecht. Habe ich so oft schon benutzt, weil ich die liebe. Braun könnt ihr alles Mögliche mitmachen. Mit diesem Braun könnt ihr nicht nur die Lidfalte machen. Nein, ich kann damit sogar meine Augenbrauen machen. Und ich mache, wenn ich keine Zeit habe, mache ich damit auch meine Kontur. Das mache ich einfach. Auch wenn man das nicht darf, mache ich. So, und grün, na, das ist wieder, wo ich sage so, ne? Das ist kein Vergleich mit damit, ne? Aber man kann das wunderbar mischen. Nimm doch mal das Grün mit dem Grün zusammen. Ja, das werde ich euch zeigen. Und dann lila. Sanft müsst ihr mischen damit. Ne? Das ist andere, das ist eine andere Palette, die ist ein bisschen vorsichtiger. Aber wie gesagt, das heißt gar nichts. Es gibt Leute, die schminken sich nicht gerne so doll und das ist mehr was für mich, ne? So aggressives Schminken. So, was habe ich hier noch? Natürlich darf in keiner Make-up-Coach-Sammlung fehlen Marlene im Rampenlicht. Und da gab es hier diese Glitzis. Hatte ich nicht noch einen? Hatte ich nur den roten? Ich hatte doch nur einen grünen. Was ist der denn abgeblieben? Also dieses... Moment. Jetzt habe ich hier zu wenig Platz. Ich weiß nicht, wo ich das gelassen habe. Das hier gibt es ja auch noch in grün. Passend zu dieser Palette. Ja. Habe ich, glaube ich, auch erst ein Schminki drüber gemacht. Leider hat diese Palette gar nicht verdient. Auf die habe ich mich so gefreut. Schwarz, grau, weiß. Ist das weiß? Wie nennt die sich denn? Marlene strahlend, Marlene rauchig, Marlenes Geheimnis. Genau, das ist nämlich diese Dreierpalette eigentlich, diese Smoky-Palette. Und dann diese beiden krassen Farben dazu. Das ich euch zeige, warte mal. Ja, ja, müsst ihr haben. Nicht überlegen, guck mal, ich bin schon überall voll geschmiert. Ich habe auch manchmal unterm Fingernagel schon Lidschatten. Guck mal, ist das nicht wunderschön? Habt ihr überlegt? Jetzt nicht mehr, oder? Voll schön. Ja, naja, schwarz brauche ich euch nicht zeigen. Grau und weiß, das ist so Klassiker. Das sind so richtig krasse. Na gut, zeige ich euch. Schwarz, man braucht immer. So, und je mehr ihr da reingeht, umso schlimmer wird es. Wunderschön, wunderschön. Eine gelungene Palette, die wirklich glücklich macht. Guckt mich mal an. Ich sag nichts mehr dazu. Ach so, ich ein ganz altes Ding. Meine Tochter hat neulich mit meiner älteren Handtasche, ich habe meistens immer nur eine, die ich benutze jeden Tag, und hat mit meiner älteren Handtasche gespielt. Und da war was drin, was ich die ganze Zeit vermisst habe. Und ich denke mir, so habe ich das denn gelassen. Und sie hat das wiedergefunden und sagt, Mama, guck mal, da ist was vom Make-up-Coach. Die können das auch schon, die Kinder haben das auch schon. Make-up-Coach gehört schon zu unserem Leben. Und das sieht nicht schön aus. Ich muss das mal ein bisschen sauber wischen. Ja, da seht ihr mal, hier wird alles gezeigt, so wie es auch ist, ne? Der ganz natürliche Kanal.
Ja, sieht nicht schön aus, weil, wie gesagt, das war eine Handtasche. Das hat sie vor 2 Tagen erst gefunden. Guckt euch das mal an. Hier, da ist sie. Und zwar ist das Ratzfatz Puder. WA1, WA2, WA3. Das ist Puder. Guck mal, wie ich das benutzt habe. Das ist mit eines der ersten Produkte. Ich habe mir die Dreierpalette gekauft mit Menschenschattenbraun und so und dann das. Ja, und das Puder ist richtig toll. Das ist so ein richtig schönes, idiotensicheres Puder, was so ein bisschen abdeckt. Das ist nicht durchsichtig, so wie Zauberpuder, sondern das ist so richtig schön, so ein bisschen deckend, wenn es mal morgen schnell gehen muss. Und seht ihr, es musste oft schnell gehen. Ja, das ist so meine Make-up-Coach-Sammlung. Also wie gesagt, das hier habe ich eigentlich auch noch in der Farbe. Das ist genauso toll. Ja, aber wo ich das gelassen habe. Manchmal haben die Kinder das auch. Ja, also, das war meine Make-up-Coach-Sammlung. Oh Mann. Schon wieder. Ja, also, ihr Lieben. Ja, das müssen wir ja immer sagen hier, ne? Die YouTuber, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben. Also, Daumen nach oben sind für einen YouTuber total wichtig und total schön. Das sind Blumen, jedes Mal Blumen. Schöne Kommentare, ist immer toll. Man kriegt Feedback. Man steht ja hier so ganz allein vor der Kamera und weiß gar nicht, mögen die einen oder mögen die ja nicht oder finden die einen voll doof und schalten, erschrecken sich, wenn sie den Film anmachen. Das Bild ging ja noch vorne, die Trump-Nagel. Und dann schalten sie an und denken so: Oh, nee, oh Gott, die Alte geht ja gar nicht. Ne, so. Deswegen freue ich mich über alles und bin euch richtig dankbar, bin ganz stolz auf meine ganz treuen Weggefährten hier bei YouTube und ja, dann dürft auch schnell die Glocke einschalten, dann klingelt es immer, wenn ich wieder da bin. Also schreibt mir was in die Kamera. Achso, bei Instagram bin ich auch. Da mache ich ganz oft auch mal so ganz kurze Dinge rein, so was ich gerade gekocht habe. Ne, das habe ich noch nicht gemacht, aber das wollte ich noch machen. Aber so, was ich bestellt habe, so die Pakete oder mein neues Schminki, was ich so ausprobiert habe. Also folgt mir gerne auch auf Instagram und ich sage nichts mehr. Also, mega Coach. Also, ich liebe sie nach wie vor. Eine ganz liebenswerte, tolle Frau. Und ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir machen mal ein paar Schminkis. Bis dann. Tschüss.